So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei Fortnite Battle Royale. Ich bin's wieder, euer MC Midnight, und wir spielen heute eine Runde Disco Duell. Und heute geht es um das neue Geschütz, was bald kommen soll. Also bleibt damit auf jeden Fall dran. Es wird sicher spannend. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Oh, weiter geht die Fahrt. Okay, das ist ein Teammate von uns. Ich dachte schon, Gegner hier. So. Ja, wir spielen hier gerade das Disco-Duell. Anscheinend liegen wir immer ein bisschen vorne. Also, okay, 2 Punkte jetzt. Ist das jetzt auch nicht so das Wahre? Hier wird irgendwo schon ordentlich gefeilt. Werden wir uns auf jeden Fall auf den Weg gehen. Ja, Fortnite hat bekannt gegeben, dass ein neues mobiles Geschütz rauskommt. Hört sich schon mal richtig nice an. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist dann halt nur die Frage, ob das nicht ein bisschen zu OP ist, dieses Geschütz. Andererseits wird es wahrscheinlich so sein, dass man wie in die Autos und so weiter... Also erstmal dieses Geschütz platzieren muss und dann wie bei den Autos einsteigen muss. Und da denke ich mal, da wird es so ein kleines Cooldown geben, dass man nicht sofort, also dass man immer nicht sofort da wieder rauskommt, sag ich mal. Weil das wäre ja ziemlich mies, wenn man einfach sofort aussteigen könnte und dann sofort auf die Waffe wechseln könnte und den Gegner dann abschießen könnte. Ich denke mal, dass es so sein wird. Hier ist eine Kiste. Ui, Schwere, nice, auf jeden Fall, zack, dass es so sein wird, dass man einen kleinen Cooldown hat, wenn man da einsteigt, dass man nicht sofort feuern kann, sondern, dass man da ein bisschen warten muss noch. So, oh, hier haben wir nochmal die normale im Blau, ist auch schon was Feines. Wir nehmen mal hier den Medipack mit. Da ist noch eine Kiste und da ist ein Stilltrank. Gönnen wir uns auch gleich mal. Und da wartet auch schon ein kleiner Schnappen wir uns mal kurz den Loot-Rob da hinten. So, der Feind hat eine welche denn bitte? Okay, die sind nicht so ganz auf Zack. Und da ist ein Schlürfi, den werden wir uns auch gleich mitnehmen, wenn wir nicht was Besseres hier in diesem Loot-Drop finden, der hier liegt. So, mal aufmachen die Kiste. Und da hätten wir schon mal die wunderschöne Pumpgun hier. Und den Greifer sollten wir uns mitnehmen. So, Kiste. Okay, da ist die nochmal in... Das nehmen wir auf jeden Fall mit, safe. Ja, kommen wir zurück diesen mobilen Geschützturm hier. Also der wird auf jeden Fall richtig geil. Also man soll den dann platzieren können, einfach auf dem Boden. Wird halt, wie die Balance und alles mögliche, so ein Gegenstand sein. Das Ganze wird wahrscheinlich ein legendärer Gegenstand sein. Und dann muss man den wahrscheinlich irgendwo hinstellen. Ich denke mal, man muss vorher irgendwie was platzieren, also wird da wie so eine Falle oder sowas sein, dass man das natürlich auf dem Boden platzieren muss, auf Holz oder irgendwas, und dann kann man sich da reinstellen. Und da hinten laufen ein paar Gegner, habe ich gesehen. Wollte mir das Lama hier nochmal gönnen. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. So, zack. Und ja, wie gesagt, das steht ihr dann auf dem Boden. Dann einfach reinjumpen und dann werdet ihr wahrscheinlich hier so anvisieren müssen natürlich. Könnt natürlich auch so schießen, aber anvisieren wird auf jeden Fall besser sein, denke ich mal. Und dann könnt ihr, ich weiß leider nicht, ob man hier Turrets braucht, also selber Munition dafür,
oder ob das Ding einfach unendlich Munition hat und aber zerstört werden kann. Das ist hier noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe mal, dass man keine Munition braucht und der einfach nach und nach irgendwie kaputt geht, das Ding. Und natürlich auch so zerstört werden kann, indem man einfach den Boden darunter zerstört. Ich denke auch, dass Feinde sollte man... Hui. Dass Feinde da einfach einsteigen können. Oh, er fliegt weg. Läuft bei ihm. Dass Feinde da einfach einsteigen können, sobald keiner mehr da drin ist. Ist jetzt so meine Meinung dazu. Ob das wirklich so kommen wird, kann man nur spekulieren. Ich hoffe natürlich, dass das bald schon die Möglichkeit ist, die zu finden. Hi! Hallo! Nächster Kollege. Er denkt sich so, ich hau mal ab. Und ich nick mir so. Nö. Tust du nicht. Hey, Kollege da unten. Schaffst du die so? War hier auch nicht? Hallo. Nee, heilen ist heute nicht. Tut mir leid, ist heute aus. Ja, okay. Ja, zu zweit hier. Richtige Lappen. Bauen sie hier zwei Leute, um mich platt zu machen. So, wollen wir mal ganz schnell da wieder hin. Begrüßungskomitee ist da. So, ja, da sind schon welche. Das sah aber nicht sehr nett aus, wie sie hier zu zweit mein Kollegen auseinandergenommen haben. Deswegen denke ich mal, lassen wir das hier. Kuckuck. Mann. Aim ist da gewesen. So, Kollege. Kommt noch einer? Wer noch nicht? Wer will noch mal? Gewinne. Hey. Wer schießt hier mit Raketenwerfern, hä? Nein. Heute nicht. So, auf jeden Fall die wunderschöne... das wunderschöne Turmgeschütz. Wird auf jeden Fall richtig nice. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Ob ihr findet, das ist eigentlich jetzt viel zu OP. Gehört hier eigentlich nicht in Fortnite rein. Ist eigentlich auch so eine kleine Sache, die mich ein bisschen stört. Ich denke mir so, Fortnite habe ich mir nicht vorgestellt, dass man da irgendwann so Geschütztürme und so weiter hat und Gegner einfach umnieten kann mit allem, was man hat. Klar, yo, schießt der erstmal hier ordentlich in mein Gesicht. Dass man hier, naja, okay, es ist Fortnite, ne? Also, so mehr du ein Fort bauen kannst, desto besser. Ist jetzt aber kein Muss, würde ich sagen. Hat natürlich wieder was Neues und so. Viele denken sich aber inzwischen, sie wollen das alte Fortnite zurück. Kann ich super verstehen. Also damals war es noch viel einfacher, mal so einen epischen Sieg zu holen. Jetzt musst du schon keine Ahnung, was für Sachen hinlegen. Und deshalb denke ich auch, ja, was war er denn da? AFK rumstehen oder was hier? Pff, läuft bei ihm auf jeden Fall. So. Na komm. K
Kills for Drills habe ich gerade hier. Los, los. Das aber mal keiner der Gegner auf die Gedanken kommt, mal einen anderen Ort einzunehmen statt A. Luftballons! Aber ich suche eigentlich was anderes. Da war irgendwo mal einer. Ja. Okay, ich habe die vorher nicht gesehen. Sorry. Auf jeden Fall kann man wird man kontinuierlich feuern können mit diesen Schützturm. Finde ich richtig geil. Also es gab ja damals irgendwie auch einen Flammenwerfer oder so, habe ich gehört. Das Ding soll halt so ähnlich sein. Kontinuierlich feuern können. Man muss natürlich aufpassen, während man da drin ist, ist man halt auch ein leichtes Ziel für Gegner. Also besonders Gegner, die gerne snipen. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen. So, ich dachte mal, ich flieg mal mit. Aber ich stelle mir das auf jeden Fall richtig nice vor, den mit dem so ein bisschen rumzuballern. Oh, cool. Ich habe die Falle gar nicht gesehen. Das war nicht so schlau. Auf jeden Fall werden uns natürlich auch noch weitere coole Waffen irgendwann erwarten. Das nächste wird auf jeden Fall die wunderschöne, das schöne Geschütztürmchen sein sozusagen. Fortnite hat sich da regelrecht Mühe gegeben, finde ich. Das ist auch jetzt keine Waffe, die es jetzt schon mal im Rette die Welt-Modus so gab. Also das ist eigentlich komplett neu, dieses Geschütztürm. Und deswegen finde ich, hat Fortnite da auch ein bisschen Respekt verdient. Was ist der da? Dann halt so. Wenn er meint, das gefällt ihm besser. Jo. Kommt die hier mit einer Minigun einfach an. So, ich glaube, wir müssen langsam mal ein paar Punkte hier reinholen. Wir haben erst 30, also so kann das nicht weitergehen hier. Wir müssen auf jeden Fall noch den epischen hier holen. Ui, so. Jetzt tanzen wir mal ein bisschen. Warte, wir müssen ganz kurz... Oh, wir werden angerufen. Eine Sekunde. Was er da auf dem Handy hat für ein Programm. Oh, Sekunde. Bin gleich fertig. Einen Moment. So. Kann weitergehen. Was war das denn? Wie findet ihr eigentlich, dass die Hängegleiter draußen, also jetzt standardmäßig da sind? Also ich finde das eigentlich... Einer Art und Weise finde ich es gut. Jo, okay. Wir holen uns erstmal Fallschaden. Dass die jetzt immer draußen sind. Andererseits finde ich es auch dämlich. Also, wie man das immer nennt, ne? Also, ist cool, dass man ihn selber benutzen kann, aber es ist doof, dass die Gegner das auch können. Kennt man ja. Also, insgesamt finde ich es eigentlich ganz gut. Ist eine gute Lösung mal. Ja, wenn man so ein bisschen nach realistisch geht, schmeißt man den ja auch nicht weg. Also man hat den ja auch immer wieder. Und deswegen ist schon ganz nice, dass er wieder da ist. So, Kollege. Okay. Hat der andere schon geholt sich den?
So, jetzt komme ich gerade her und jetzt ist keine Sau. Ja, noch nicht ganz hoch genug. Jetzt. Juhu! Willkommen zu Spider-Man. Geil! Oh Mann, das war ja nichts. So, was übrigens noch dazu kommt, ist, dass die alten Waffen, so, die man so gern vermisst, ne? Also die Doppelpistolen und so und die Autosniper und so, die werden jetzt wieder möglich sein, aber leider nur auf der Spielwiese. Finde ich aber auch eine coole Umsetzung. Nein! Scheiß Fünfer Headshot. Nö. Du nicht. So, mal ganz schnell. Komm schon, wir schaffen das, bevor hier ein Gegner landet. Komm, 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 komm. Ja, fein, feiner Hund. Vogelscheuche. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Doch hier irgendwo? Da! Mini-Schildi! Look, 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 look! Ist ein frisches Dieb. Komm her! Ja, komm! Ja, okay! Okay! Hast du gegriffen! Ah, Kacke. Zu langsam umgedreht. Auf jeden Fall freut euch auf jeden Fall auf die ganzen neuen Gegenstände, die kommen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf das Autogeschütz. Und das werden wir dann, denke ich mal, sobald es raus ist, auch gleich mal testen. Okay, jetzt ist es bald soweit, dass hier kein Respawn mehr ist. Okay, das ist natürlich jetzt mies. Muss ich mal gucken. Oh, du bist toll, du bist ja gar kein Gegner. Wir wollen ja noch ein paar Kills machen. Bevor hier jetzt alle sterben. Wow. Er hat seinen Gleiter nicht geöffnet. Coole Sache. Muss ich zugeben. Richtig cool. Aber du stirbst mir noch hier. Gute Idee, aber ich sollte vielleicht sterben, bevor es zu Ende geht. Mit 4 HP ist das nicht so geil. Hab ich gehört. Danke. Auch lustig. Ich bedanke mich dafür, dass er mich getötet hat. Richtig miese. So, und das war's dann auch gleich wieder, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Morgen gibt es einen kleinen Livestream zu Minecraft. Den könnt ihr euch angucken. Das wird jetzt auf meinem Kanal starten. Öfter mal so ein Livestream oder so ein Video dazu. Und... ja, checkt auch die Videobeschreibung ab. Respawn ist jetzt aus.